Die Berliner Fashion Week natürlich mit tollen Damen an meiner Seite, mit bekannten Schauspielerinnen wie zum Beispiel Maren Gilzer, bekannt durch aller Freundschaft in der ARD, pausiert zurzeit und sehr tolle Projekte im Filmschauspielbereich vor. Und wir kennen uns schon sehr lange, ne, von QVC und RTL. Wie war deine Linie bei QVC? Casual, bisschen Glamrock, von jedem etwas, tragbare Frauen. Mode für den Alltag eigentlich, auch ein paar Cocktailteile dabei, aber hauptsächlich eigentlich Alltagsmode, in der Frauen sich aber trotzdem weiblich, bequem und schick und pflegeleicht und naja, das volle Programm. Und das wissen eben die wenigsten, dass Maren Gilzer eben auch Designerin ist, also neben Schauspielerei, neben in den frühen Jahren Model natürlich und Moderatorin, ganz klar, ist sie eben auch Designerin und sie wird bald wiederkommen, ganz versprochen, mit einer neuen tollen Kollektion. Wir halten Sie da auch gerne auf dem Laufenden und begleiten Sie Maren auf Facebook. Sie wissen ja, sie war im Dschungel und sie, trotz Dschungel ist sie noch besser wie vorher. Sie hat ihr Herz. Ich gebe auch immer so kleine Statements ab jetzt zum Dschungel. Ich habe ja meinen eigenen YouTube-Kanal, Maren Gilzer TV, könnt ihr gerne abonnieren. Jede Woche seht ihr ein kleines Filmchen aus meinem privaten Leben und auch meinem beruflichen, auch hier von diesem Event. Heute habe ich auch schön gefilmt, da werdet ihr auch drin vorkommen. Und natürlich sage ich auch immer etwas, so meine Meinung zu den Dschungelaktivitäten. Da sind wir sehr gespannt, glaube ich. Ja. Maren, ich wüsste jetzt nicht, wie ich Ihnen klar machen soll, wie toll sie ist, aber ich sage nochmal, schaut den YouTube-Channel, das wusste ich sehr, ich bin total, jetzt werde ich immer Ihr YouTube-Channel anschauen, Maren Gilzer TV. Ja. Maren Gilzer TV. Und beobachten Sie Maren vor allen Dingen, was kommt im Bereich Mode. Maren Gilzer, vielen Dank, dass du da warst. Wir sagen du, weil wir uns kennen. Ciao. Danke dir. Ciao. Ciao.